Wir stehen am Beginn einer Monsterwoche mit den Notenbanken Fed, EZB, Bank of Japan, aber vor allem mit der US-Berichtssaison. Allein 20% der S&P 500 Unternehmen werden in dieser Woche berichten, so viele wie in keiner Woche sonst zuvor. Man könnte also sagen, das könnte die wichtigste Woche des Sommers werden, aber das eigentliche Thema ist aus meiner Sicht nicht mehr länger unbedingt Zinsen, sondern das, was die Folgewirkungen dieser Zinsen sind. Denn wir sehen jetzt eine Geschichte relativ klar in den Zahlen. Wir haben bisher eine sehr, sehr schwache Industrie gesehen. Verarbeitendes Gewerbe, sehr, sehr schwach. Aber der Dienstleistungssektor, der hat das überkompensiert. Der hat ja auch einen größeren Anteil. 80% etwa in den USA ist Dienstleistung, der Rest nur Gewerbe. Also der dominante Anteil Dienstleistung, der hat das ganze Schiff schön über Wasser gehalten. Aber wir sehen jetzt weltweit, dass dieser Dienstleistungssektor abkühlt und damit sozusagen das Schiff nicht mehr aus dem Dreck ziehen kann. Das ist aus den Daten klar geworden. Zum Beispiel in Deutschland. Wir haben heute ja Einkaufsmanager-Indizes gesehen. Hier sehen wir Manufacturing, also Gewerbe, 38,8. Das ist fast auf dem Tief des Corona-Crashes, als die komplette Wirtschaft ja im Prinzip im Lockdown war. Dann haben wir aber wichtig, Service nur noch 52,0. Das ist noch Wachstum, aber deutlich weniger als eben noch in den Vormonaten. Vormonat war etwa 54,1, sodass der Composite, also der Gesamtindex, jetzt in der Schrumpfung ist. Mithin sehen wir also, dass die Wirtschaft in Deutschland schrumpft. Und das gilt nicht nur für Deutschland. Hier sehen wir, by the way, nochmal diesen Absturz der Wirtschaft, was die Industrie betrifft. Wie Diego Fastnacht sagt, mit rasender Geschwindigkeit in eine Katastrophe. Kein Wunder. Es ist auch eine Folge natürlich der Energiepolitik, wo man alles abschaltet, was den Industrien helfen würde, weil es eben irgendwie politisch nicht genehm ist. Aber man nimmt es dann von den anderen. Da ist es dann okay. Sei es drum, jedenfalls sehen wir diesen massiven Absturz und schauen wir unten mal nach Frankreich. Dann sehen wir sowohl das verarbeitende Gewerbe deutlich in der Schrumpfung mit 44,5 als auch jetzt eben der Dienstleistungssektor immer stärker schrumpfend mit 46,6. Also Frankreich und Deutschland, die zusammen um und bei so mal 150 Millionen Menschen auf die Waage bringen und damit der Motor sind der Eurozone insgesamt. Da sehen wir, wie stark die Dinge schon abkühlen. Und dann hatten wir heute USA mit einem scheinbar überraschenden Anstieg des Gewerbes, das ja auch in den USA schon seit Monaten in der Rezession ist, aber von 46,2 auf 49,0 gestiegen. Alles über 50 ist Wachstum, alles über unter 50 ist Kontraktion. Wir sehen also, wir schrumpfen auch nach wie vor im Gewerbesektor. Warum das sich ein bisschen aufgeklärt hat, werde ich gleich versuchen zu erklären. Aber auf jeden Fall der Services PMI jetzt nur noch bei 52,4 von 54,0 kommend. Also auch hier die deutliche Eintrübung, nach wie vor Wachstum, aber deutlich verringertes Wachstum eben im Dienstleistungssektor. Und dann schreibt S&P Global, die die Daten erheben, dort spricht man von einer unwillkommenen Kombination von langsamerem ökonomischen Wachstum, schwächerer Job Creation, also weniger neuer Jobs und Business Confidence wird immer gloomier, also wird immer problematischer und sticky Inflation, also einer dauerhaften Inflation. Mit anderen Worten, wir erleben eine Abkühlung der Wirtschaft, aber die Inflation geht nicht weg. Das nennt man dann Stagflation und hier sehen wir mal das, was dann S&P Global noch dazu geschrieben hat. Wir sehen zwar eine Verlangsamung der Inputkosten, also der Kosten für die Unternehmen, aber die steigen dennoch weiter. Warum? Weil eben die Rohstoffpreise wieder gestiegen sind. Das ist das dominante Motiv seit einigen Wochen. Rohstoffe gehen nach oben und vor allem Öl und wir sehen increasing wage bills. Also die Löhne steigen auch weiter. Wir haben jetzt das erste Mal in den USA seit langer Zeit positive Reallöhne, also abzüglich der Inflation. Und deswegen kann es so kommen, wie es unten dargestellt ist, dass wir zwar eine schwächere Wirtschaft sehen, aber die Inflation nicht runtergeht, sondern die Inflation weiter sogar wieder steigt im Vergleich
Vergleich zum Vorjahresmonat, weil durch den Basiseffekt im Juni 2022 wir den Hochpunkt der Inflation in den USA gesehen hatten, 9,1%. Jetzt liegt die Latte tiefer, also es ist einfacher, wieder über diese tiefer gelegte Latte zu springen, und das sehen wir in den Zahlen. Und wenn wir jetzt mal gucken, Ölpreis auf 3 Monats hoch, also das ist wahrscheinlich eher die Sorge vor einer weiteren Angebotsverknappung. By the way, der Krieg in der Ukraine entwickelt sich derzeit nicht so wirklich günstig. Die Russen sind jetzt auf dem Vormarsch im Süden der Ukraine und blockieren damit oder gefährden damit den Weg, womit die Ukraine ihr Getreide außer Landes bringen kann. Das wird in den deutschen Medien nicht so wirklich berichtet, ist aber der Fall. Also das ist jetzt eine neue Phase auch des Krieges, und die könnte dazu führen, dass wir jetzt wieder diese Energiepreise steigen sehen, die ja maßgeblich dafür verantwortlich waren, dass die Inflation in den letzten Monaten nach unten gegangen ist, Ölpreis jedenfalls nach oben. Und warum ist denn jetzt nochmal der Gewerbesektor in den USA ein bisschen besser aufgestellt als noch im letzten Monat? Das dürfte an diesen politischen Maßnahmen der Biden-Administration liegen, Inflation Reduction Act und wie sie alle heißen. Die Amerikaner, die versuchen, Produktion wieder anzuziehen, das, was Donald Trump versprochen hat, aber nicht einhalten konnte, passiert jetzt ein Stück weit unter Biden. Aber wir sehen gleich mal, dass die Rezessionswahrscheinlichkeit dennoch überragend ist. Und immer wieder heißt es jetzt, ja, ja, diese invertierte Zinskurve, diesmal ist alles anders. Das habe ich schon so oft gehört, und es wird diesmal nicht anders sein. Nein, die Anleihemärkte, die werden es richtig prognostizieren, dass diese Rezession kommt, möglicherweise aber ohne eine Deflation, sondern weiter eine Inflation, also eine Stagflation, die wir hier erleben. Und wenn wir uns jetzt mal anschaut, was die Aktienmärkte draus machen, nämlich denen ist das scheinbar egal. Das kennen wir, das haben wir schon oft gesehen, etwa die Aktienmärkte im unmittelbaren Vorfeld von Corona. Da war China schon im Lockdown, die haben sich gesagt, was geht uns das an? Als es dann nach Italien kam, dann plötzlich hat man das eingepreist, und so wird es wahrscheinlich diesmal auch so sein. Man wird so lange leugnen, dass die Dinge sich jetzt deutlich verschlechtern ökonomisch, zumal in den USA der Konsum zurückgehen wird. Ab September müssen 43,8 Millionen Amerikaner etwa durchschnittlich pro Person $400 zurückzahlen an diesen Studentenkrediten. Für viele Paare, für viele Ehepaare sind das dann mal so an und bei $1000 im Monat. Und dadurch, dass über 70% der Amerikaner von Paycheck zu Paycheck leben, also keine Rücklagen haben, wird das natürlich massiv reinknallen. Das heißt, wir werden in nächster Zeit sehen, dass der Konsum deutlich nach unten geht. Und jetzt dann eben das verschärft, was jetzt schon erkennbar ist, nämlich die Abschwächung im Dienstleistungssektor. Aber die Aktienmärkte, hier sehen wir mal den globalen Risikoappetit für Aktien, ist jetzt auf einem Stand, als wäre der Einkaufsmanager-Index bei 60, also deutlich expandierend. Faktisch ist er aber deutlich schrumpfend. Und diesmal wird auch China den Karren nicht aus dem Dreck ziehen können. Erinnern wir uns, Finanzkrise, fast der Stecker aus dem Finanzsystem gezogen im Westen, China dann mit Infrastrukturprogramm, das hat die Rohstoffpreise nach oben gezogen, das hat Nachfrage nach Maschinen erzeugt, das hat dann Ländern wie Deutschland geholfen. Also China war ein wesentlicher Faktor, das wird China nicht mehr machen können. Warum? Weil die Nachfrage nicht mehr erzeugbar ist, auch nicht durch Stimulus, weil die Bevölkerung schrumpft und weil man sein Vermögen in Immobilien hat, und solange die Immobilienpreise nicht steigen, wird es China nicht richten können. Hier sehen wir mal Retail Sales Growth, online wie auch sozusagen stationär, das ist wirklich im freien Fall, das wird sich auch so schnell nicht erholen, auch mit Stimulus nicht. Und jetzt starten wir in diese Berichtssaison, vor allem auch jetzt mit den Tech-Unternehmen. Wir hatten die Banken gesehen, wir haben dann Tesla und Netflix gesehen, vermeintlich gar nicht so schlecht, aber die Aktien dennoch sehr negativ reagiert. Jetzt bekommen wir morgen natürlich mit Microsoft und Alphabet absolute Dickfische. Dann sehen wir eher dann in der zweiten Wochenhälfte so Werte aus dem klassischen Sektor, eine McDonald's, eine Coca-Cola, wie sie alle heißen. Aber das wird morgen natürlich sehr wichtig, wie nachbörslich dann Google, also Alphabet und Microsoft berichten. Hier sehen wir nochmal unten in dieser Grafik mit Abstand die wichtigste Woche, was die Earnings betrifft, sogar
deutlich mit Abstand eben die Woche, die jetzt entscheidend ist oder wo die Quantität zumindest am höchsten ist. Und hier unten oben sehen wir mal die Global Earnings Revisions, also die Revisionen der Gewinnerwartungen, und die sind eindeutig negativ. Wir hatten im ersten Quartal, als die Aktienmärkte ja auch gut stiegen, weil die Erwartungen sehr negativ waren, haben wir positive Überraschungen gesehen. Jetzt sehen wir wieder negative Überraschungen. Im Grunde sehen wir das schon seit Beginn 2022. Und wenn wir jetzt aktuell uns mal auf diese Berichtssaison fokussieren, dann sehen wir die Beats, also die Zahl, die Unternehmen, die die Erwartungen schlagen, und die Misses, die Erwartungen verfehlen. Da ist jetzt kein großer Unterschied mehr. Wir sehen deutlich, dass die Misses deutlich nach oben gehen, also die Verfehlungen deutlich nach oben gehen. Das reflektiert bereits die sich abkühlende Wirtschaft. Ich denke, wir werden bei den Tech-Unternehmen bei den Ausblicken dann sehen, dass die Dinge schwieriger werden und dass bei Bewertungen, gerade bei diesen großen Tech-Unternehmen, die etwa die Magnificent Seven, die großen sieben, 32 Kursgewinnverhältnis, der S&P 500 in Anführungszeichen nur bei 20, immer noch ziemlich teuer. Der Rest des S&P 500 bei 17, das ist dann noch einigermaßen okay. Also wir sehen, dass gerade die Tech-Unternehmen, von denen man glaubt, sie könnten sich wundersamerweise von dem Boden der Wirtschaft irgendwie komplett isolieren, die sind auf einem anderen Planeten, das wird natürlich nicht der Fall sein. Und dementsprechend auch Skepsis gegenüber Apple, TSMC oder TSMC, die Taiwanesen, Sie wissen, was ich meine, diese Chiphersteller, die ja ihre Prognose das zweite Mal runtergenommen haben. Apple versucht jetzt wenigstens die Shipments, also die Transporte, die Verkäufe von iPhones konstant zu halten. Von Wachstum ist da gar nicht mal mehr die Rede. Aber der Aktienkurs steigt trotzdem. Das heißt, das Unternehmen wird immer teurer, aber die eigentliche Lage des Unternehmens wird nicht besser. Das wird irgendwann ein Problem sein, zumal Jim Cramer jetzt sagt, die Bären haben sich geirrt. Ja, wenn man das in diesem Zeitraum sieht, okay, aber on the long run knallt die Peitsche, wie damals schon Maynard Keynes gesagt hat. Hier sehen wir mal die ein bisschen widersprüchliche Performance bei Beats, also wenn ein Unternehmen die Erwartungen übertrifft, oder bei Misses, wenn es sie verfehlt, aber übergeordnet setzt sich dann nach einiger Zeit schon das Negative durch, wenn es eine Verfehlung war, und das eher Positive, wenn es ein Übertreffen der Erwartungen war. Das ist also das eine. Jetzt kommen wir nochmal zum Währungsmarkt. Da hatten wir ja gesehen, das war vielleicht auch ein stützendes Element für die Aktienmärkte, dass der Dollar schwächer geworden ist. Das hat sich aber jetzt ein Stück weit wieder umgekehrt. Euro-Dollar jetzt deutlich unter die 1,11 gefallen heute, weil eben die Daten aus der Eurozone so grottig sind. Grottiger auf jeden Fall als in den USA. Und gleichzeitig wetten alle auf einen fallenden Dollar. Und was ist, wenn alle dasselbe tun? Wenn alle zur selben Seite des Boots laufen, dann kennt er dieses Boot gelegentlich. Und wir sehen, dass der Euro in Relation zu den Währungsräumen der Handelspartner so teuer ist wie seit vielen Jahren nicht mehr. Also das ist eben der Erwartung geschuldet, dass die EZB noch mehrfach die Zinsen anhebt, aber die werden sehr bald merken, dass sie das wahrscheinlich nicht können, weil die Wirtschaft der Eurozone noch deutlich schlechter ist als die der USA. Und was machen die Amerikaner? Naja, vielleicht werden da die Zinsen etwas länger noch angehoben, weil die Fed letztendlich von diesem Trauma beseelt ist, in den 1970er, 80er Jahren zu früh die Zinsen wieder gesenkt zu haben, weil man sich vor einer Rezession gefürchtet hat. Dementsprechend glaube ich, dass die DNA, die Mentalität der US-Notenbank dazu führen wird, dass sie den nächsten Fehler begeht, wie die EZB auch. Man hebt zu spät die Zinsen an, weil man die Inflation negiert. Dann muss man voll auf die Bremse treten, sieht nicht dann, dass die Dinge schon wieder in die andere Richtung laufen. Läuft noch weiter, weil man glaubwürdig versichern will, hey, wir bekämpfen doch die Inflation, nehmt uns doch ernst. Und hier sagt das ehemalige Fed-Mitglied Robert Kaplan, wenn jetzt dieser Inflation Reduction Act, also das, was ich vorhin angesprochen hatte, im Grunde ein Subventionspaket, was die Inflation nach oben bringt, und der Infrastructure Act, wenn die nicht wären, dann wäre die Fed jetzt wahrscheinlich schon am Ziel, aber ist sie wahrscheinlich nicht. Dementsprechend könnte es ein oder mindestens oder vielleicht sogar zweimal noch nach oben gehen oder vielleicht dreimal, wer weiß es schon. Jedenfalls die Bilanzsumme mit der Fed ist gefallen, relativ deutlich. Wir sind jetzt ziemlich klar unter dem Stand im März, als die Fed ja die Bilanzsumme in Reaktion auf die Bankenkrise dann nochmal deutlich ausgeweitet hat. Aber natürlich, das sind in Anführungszeichen nur knappe 700 Milliarden Dollar seit dem Hochpunkt, nämlich die Reaktion der
fett auf die Bankenkrise. Seitdem also ist es wieder nach unten gegangen. Natürlich sind wir immer noch deutlich höher mit der Bilanzsumme, als wir es viele Jahre lang waren. Und der S&P 500 ist 2% höher, als wir auf dem Hochpunkt jetzt nochmal der Bilanzsumme der Fed waren, also im März. Und da scheint man also wieder gut gelaunt zu sein. Insgesamt sehen wir weiter dieses Muster rein in Value, wobei Value auch sehr stark leiden wird, wenn die Wirtschaft nach unten kommt. Bisher hat man ja geglaubt, Tech sei in einer anderen Welt. Jetzt wird rotiert raus aus Tech, weil Tech schlicht zu teuer ist. Irgendwo muss man dann rein, also geht man in Value. Dementsprechend der Dow besser heute wieder als der Nasdaq 100. Was aber macht die EZB? Da ist man innerlich zerstritten. Viele Südländervertreter sagen, stopp jetzt mit den Zinsanhebungen. Ihr seht doch schon, wie stark die Dinge nach unten gehen. Die anderen, Nagel und auch Lagarde, die jetzt auch im Lager der Nordländer ist, sagen, naja, wir müssen noch glaubwürdig versichern, dass wir die Inflation nach unten bringen. Also wird die EZB auch diesen Fehler begehen, die Zinsen noch weiter anzuheben in eine Rezession hinein. Das sehen auch viele Experten so. Vorhin jetzt die erste Empfehlung, nämlich diese zerstrittene EZB, die sich uneinig ist. Hier die zweite Empfehlung, was sagen Experten zu der Lage. Und die dritte Empfehlung, die Industrie ist im Absturz, der DAX entkoppelt sich von der Realität. Ja, der DAX ist ein Call auf die Weltwirtschaft, aber die ist eben auch nicht so gut aufgestellt mit China, mit der Eurozone, die schwächelt. Die Amerikaner, die jetzt im Dienstleistungssektor zu schwächeln beginnen, hier sehen wir mal diesen Chartvergleich. Einkaufsmanager-Index geht immer weiter nach unten, DAX ist wieder gestiegen. Das Ganze wird auf Dauer vielleicht dann nicht mehr so laufen. Vorher sahen wir, dass die Dinge relativ parallel gegangen sind. Morgen kommt der IFO-Index aus Deutschland, das wird auch spannend zu beobachten sein. Also jetzt diese drei Artikel, meine Damen und Herren, die ich Ihnen ans Herz legen möchte. Jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao.